Ja, ich habe einfach mal drauf gedrückt und habe eigentlich sehr viele Selektionskriterien schon gepflegt. Und die sagen ja hier in der Aufgabenstellung, Sie einzeln anzeigen in der Gruppe, um Belege zu analysieren. Wenn Sie keinen Filter sehen, verwenden Sie das Symbol Filter anzeigen, verwenden Sie folgende Filterdaten. Da ich ja hier eigentlich ein volles Filterkriterium habe, wahrscheinlich außer vielleicht dem Datum, das meiste eigentlich ja, dem entspricht, was, glaube ich, die ja haben wollen. Ach, die wollen keine Werkseinschränkung. Ja, es ist jetzt die Frage, ob man den Filter hier nochmal, also das Werk könnte man wegnehmen. Sachkonto wollen die hier filtern, mal schauen. Der Rest der Filter. Ah ja, die wollen hier ein einzelnes Sachkonto. Dann machen wir das auch mal. Status alle Posten, glaube ich. Status alle Posten, offene Posten, machen wir mal alle Posten. Geschäftsjahr lasse ich noch mal kurz auf 24. Laufendes Geschäftsjahr. Lassen wir es erstmal noch mal bei 24. Ich starte noch mal. Jetzt habe ich hier mal 36.500. Das hier noch aufreißen kann. Ja, sind zwei Belege halt, wenn ich eben diese Einschränkung mache auf dieser eine einzige Aufwandskonto oder nee, ist ja nicht mal ein Aufwandskonto, sondern ja, was ist es überhaupt? Den Bank irgendein, ach so, ja, Bankkonto. Jo. Haben Sie da noch die gleichen Werte? Bei gleicher Selektion sollte ja möglichst das gleiche rauskommen. Ja, ich habe. Ja. Ja, also das war jetzt hier mal erfreulich viel schon vor, ja, vorgepflegt und nur einzelne Teile dann nochmal passen. Ja, der Status ist hier halt natürlich häufig dann noch mal eine Frage, ob man noch offene Posten halt hat. Das ist natürlich unter Umständen mal in der Vergangenheit dann relativ selten, weil vieles dann ausgeglichen ist. Ja, also auch werden wir hier vielleicht noch Übungen wieder finden, wo wir das Geschäftsjahr dann ja wieder in die Vergangenheit bringen müssen, weil überhaupt keine Zahlen da sind. Oh ja, dann wollen wir, ach Gott, wir wollen noch jetzt hier weitermachen. Ja, also hier werde ich sicherlich in den Beleg abspringen können. Buchungsbeleganalyse. Ja, ist jetzt, ich mache mal die Analyse auf. Das ist der kürzere Weg vielleicht, dass wir da auch Zahlen lesen. Weil sonst, wenn ich da erst wieder in den Beleg reingehe, das können wir zwar auch noch mal probieren. Na, es ist hier aber gerade wieder mal ein bisschen langsam. Bei Ihnen auch so langsam. Ja. So.
Na, das wollen wir doch jetzt aber mal abbrechen, glaube ich, oder? Nee, das ist mir aber... Und noch eine Null brauche ich sicher noch. Ja, noch. Ja, offene Posten, alle Posten. Offenes Geschäftslager, die ersten war drin. Alcoa, stimmt. Alcoa und das passt. Jo, dann nochmal Start. Ach so, hier ist das Werk Hamburg noch drin. Na, das ist ja. Ach so, jetzt hat er aber. Gucken wir mal in die Aufgaben. Stellung rein. Sieht nicht so aus, als wenn hier noch, guck gerade, ob hier noch, weiß immer jetzt so, die Lösungen sind ja, ja manchmal recht merkwürdig formuliert, ob hier noch irgendwas kommt, was wir wirklich bearbeiten müssen. Posten haben wir ja aufgedröselt, auf jeden Fall. Verknüpfung haben wir auch so gesehen, wenn wir auf die blauen Dinger drauf drücken, dann wollte er mal was einem weiterleiten. Also auf alles, was eben so blau aktiviert ist, ist eben irgendwie veränderbar. Oder kriegt man noch mal eine weitere Anzeige? Ja, hier noch mal. Na, ich gehe noch mal einmal auf den Beleg und gehe mal vielleicht zu Buchungsbelege verwalten, dass so klappt. Ja, das geht doch eigentlich viel besser. Ja, es zeigt sogar direkt den Beleg dann an. Orientierung, Buchungskreis. Ist allerdings nicht so sehr eine Anzeige. Ach so. Ah ja, wenn man jetzt noch mal unten zurück zum Buchungsbeleg macht, dann kriegt man wirklich den Beleg angezeigt mit Buchung und Gegenbuchung. Ja, also das ist auch wieder nett. Ja, also da, das hat einmal geklappt. Jetzt kann man ja noch mal in so ein Profit Center mal abspringen. Mal starten.
das ist ja, dass er das nicht mag. Wenn er da eine Buchung aus dem Sachkonto auf dem Profit Center hat, dann sollte er das mit Selektion irgendwie vertragen. Hier das mal. Ich gehe nochmal jetzt auf Start ohne dieses Sachkonto. Ja, dann sehe ich hier natürlich jetzt alle Buchungen, die auf dem Profit Center sein könnten. Mal schauen, wenn ich jetzt zurückgehe. Ja, jetzt bin ich wieder in dem Beleg, den ich hier gerade aufgedröselt hatte. Ja, also ich würde aber sagen, dass uns das dann hier an der Stelle reicht. Ja, dann ist hier so auch fließender Übergang zwischen Fury Apps und Datenbank. Wieder, dass hier nochmal sowas nochmal aufpoppt in Anführungsstrichen. Ja, und die Vorteile, das kann man sich hier vielleicht ein bisschen merken. Das mit den Layers und was sie uns hier alles zeigen, das würde ich hier, ja, also das einzige, die CDS, dass man das hier vielleicht mal wahrnimmt, Core Data Services, also das ist heute eben, ja, eine Datenmodellierung ist das ja immer auf, ja, auf diesem Prinzip CDS, was ja, das heißt Core Data, ja, wichtigste Datenservices kann man das vielleicht so übersetzen. Und ja, Transient Queries, also Queries sind dann anderes Wort für Tabellen halt. Und das spielt halt dann mit diesem ganzen Business Warehousing und hier wird es mal wieder BI genannt, Business Intelligent halt aus, dass wir hier, wo wir die aus den Anwendungen halt hier reingeben in die Datenbank auf verschiedene Ebenen, sehe ich das BI, wenn es dann ausdrücklich heute noch benutzt wird, wie gesagt, durch HANA ist eben diese OLTP und OLAP-Ebene verschwommen. Das wollen wir gerade so wissen, wo und wann die anfängt, wo sie aufhört. Das würde ich auch an diesem Bild nicht so wirklich genau sagen wollen. Ja, dass hier nämlich das dann doch wieder eigentlich aus der oberen Schicht raus scheinbar ins BI geht. Eins kann man sich mal so für die Bildung ein bisschen, ja, merken, dass diese Architektur der Datenbank, ja, dieser Aufbau, dann keine Latenzzeiten eben verursachen soll. Was ist Latenzzeiten überhaupt? Latenzzeiten. Das sind Wartezeiten, die der User einkalkulieren, ja, muss für einen Datenbankabruf oder ähnliches. Ja, genau das. Ja, also, dass es eben einfach dann verzögert ist, was wir jetzt hier ja relativ regelmäßig mal merken beim Abruf einfachster Daten, dass das manchmal doch etwas Latenzzeiten hatte. Woran das nun wiederum liegt, weiß ich nicht, ob unsere Daten oder ja die Internetverbindungen dann vielleicht manchmal ein bisschen zucken oder bei Durchgang bei WBS, weil ich weiß auch nicht, wo der Server wirklich liegt, das würde ich nicht behaupten wollen.
Ja, also dass das eigentlich mehr auf der Leitung vielleicht passiert, als dass das auf dem Datensystem passiert. Dann Datenduplizierung, das ist hier eben dann unter Umständen heute zwar nochmal irgendwie so hochgespielt, aber wird jedes Mal mit eben hier auch irgendwie einem Extractor hier schnell reingebracht und das ist alles vorbereitet, sodass hier keine echte Datenduplizierung mehr regelmäßig stattfindet, sondern die Daten direkt eben dann die Originaldaten rausgezogen werden. Nur wenn sie dann hier nochmal nachhaltig bearbeitet werden, dann wird es zu einer Duplizierung dann wieder kommen. Das mit der Datenduplizierung hätte man natürlich dann immer wieder ja, das berühmte Redundanzproblem gelegentlich. Ja, und ja, die Daten, die man zieht, sind eben ja verwendungsfähig. Das steht ja hier verwendungsbereit. Ja, dass man das, was da gezogen wird, eigentlich sinnvoll auch interpretieren kann, betriebswirtschaftlich halbwegs sinnvoll ist, weil sonst kann man natürlich aus Datenbanken auch einfach Daten ziehen, die in eine Tabelle tun und die haben eigentlich keinen betriebswirtschaftlichen Zusammenhang. Ja, das ist hier anders. Ja, dann ist hier noch ERP, also das Vorgängersystem. Ja, also es kann auch eben mitspielen. Also da wären Schnittstellen und auch die Unterstützung eben möglich. Die Hierarchien der Datenbanken und auch so eine Selektion aus der ERP können, also aus der Vorgängerversion können übernommen werden. Ja, das ist dann ja ein allgemeines weitere Prozessabläufe halt, die dann ja, vom System eben unterstützt werden. Ja, dann ist eigentlich mit den Business Objects Analysis immer möglich, Microsoft Office, Excel dann zu integrieren. Das dürfte hier schwierig, jedenfalls gestern, wo ich mal getestet habe, habe ich da ja nicht so viel Erfolg gehabt. Ich weiß nicht, haben Sie Reports bei Herrn Meckel mal irgendwie auch nur so ganz schnell mal in eine Excel-Tabelle geschoben, egal ob man sie dann hinterher noch mal schön gemacht hat, irgendwie im Aufbau. Haben Sie es zumindest mal ausgetestet? Ging das mal an irgendeiner Stelle? Na, keine Erinnerung oder? Also wir haben es einmal gemacht, eine Excel-Tabelle wurde einmal implementiert. Das hat auch geklappt, dass man das irgendwie exportieren und dann irgendwo auf dem Desktop oder so sich dann angucken konnte. Gucken wir mal, ob wir es hier vielleicht auch dann irgendwie kriegen. Ja, und dann nur als Schlagwort, Business Object Explorer ist dann eben eine Oberfläche, in der man dann solche Berichte selektieren, drillen, eben nach irgendwelchen Kriterien aufbereiten, Spalten oder Zeilen verändern kann. SAP Lumira ist dann auch von SAP, aber mal extern entwickelt worden, glaube ich. Ist auch ein, ja, ein Modul, kann man schon sagen, das dann eben auch Reports erstellen kann und Crystal Reports. Also die Begrifflichkeiten würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie die so nur die Schlagworte kennen, dass das alles Module oder modulähnliche sind, Dinge sind, die
Ja, dann BW-mäßig, auch eher OLAP-technisch, dann Bericht darstellen können. Business Dashboard, also das, was mal vor ein paar Jahren war, eben Crystal Reports sehr beliebt oder ja, Mode. Und das hat sich jetzt eigentlich da im Grunde, ja, jetzt diese OLAP und OLA, OLTP-Ebene ja gar nicht mehr so streng getrennt sind. Ja, hat sich das alles um die HANA und mit der HANA im Prinzip auch so alles ein bisschen mehr erledigt, um es mal so auszudrücken. Ja, diese Core Data Services, das ist so die Ebene, auf der heute grundsätzlich dann die Daten eigentlich auch bei uns immer ausgewertet werden. Wir werden uns überwiegend eher noch OLTP-mäßig bewegen, aber das ist schon eine relative Mischung zu OLAP, weil wir eine sehr flexible Spalten- und Zeilendefinitionsmöglichkeit haben, wie sie früher im ECC-System nicht existierte. Ja, und die Kennzahlen sind hier dann immer das oberste Prinzip. Und darunter werden halt meist nur so Listen erstellt. Hier über die Kennzahlen würde natürlich dann eine genaue KPIs dann eine genaue Auswertung erfolgen, dass diese Zahlen, vielleicht offene Posten, die wir haben, dass die dann in eine KPI, ja, was könnte bei offenen Posten die typischste Days of Outstanding ist da mal eine typische Kennzahl, also wie lange ein offener Posten stehen bleibt, dass das dann eine KPI sein könnte, die das dann besonders nochmal auswertet. Ja, also hier werde ich keine ausdrücklichen Fragen stellen. Ich empfehle Ihnen, so das Wortgeklingel einfach so mal ein bisschen so wirken zu lassen, dass sich die Schlagworte so ein bisschen ein, ja, ein Bürgern in Anführungsstrichen. Ja, aber das ist hier eben, da müsste man vorher mal so technischer Informatiker mal ausführlicher studiert haben, dass man das jetzt dann auch nachhaltig einordnen kann. Ja, so kann man das, auch wenn man so ja, eingeschmeckt ist, auch mal kurz programmiert hat. Aber die Datenbankhalterung als solches wird eben im Grunde nur vom BW und BI dann nochmal angefasst. Die ist eben vorher vorstrukturiert für die Anwender und man muss sich dann auch für die Berichte normalerweise keine Gedanken machen. Jo, dann würde ich sagen, machen wir jetzt auf jeden Fall mal Pause. Herr Schüler hat gerade vor 5 Minuten.